So, willkommen zurück bei einem Let's Play von Minecraft. Und zwar, wir wollen folgendes, hatten wir eine Burg, die wir entdeckt haben. Und jetzt sind wir mal auf dem Weg, beziehungsweise werden jetzt mal ein bisschen wieder die Stadt aufbauen. Die wurde ja angegriffen von uns, von solchen Bössen, kann man eigentlich schon fast sagen. Der eine, der was mich da gekillt hat, war ja ziemlich stark. Aber das dürfte nichts machen, denn wir sind ja ausgestattet mit Diamantenschwert und Diamantenspitzhacke und werden da ein bisschen die Stadt verschönern. Und demnächst werde ich mir auch ein Texture Pack installieren. Das habe ich aber, glaube ich, eh schon in der vorigen Folge gesagt. Oh, was geht mit dem Tier ab? Es will sterben. So. Nun gut, das haben wir mal. Was haben wir denn da eigentlich? Egal. So, wir haben ja letztens gesehen, dass da hinten. Aha. Glühwürmchen. Oder? Warte. Red Finch. Na, wir haben ja gesehen, dass letztens da hinten etwas Großes herausragt. Und da werden wir jetzt mal hingehen. Und schauen, was da so ist. Ich muss sagen, diese Mod ist eigentlich ziemlich cool. Sie ist mal eine Abwechslung zu den ganzen normalen Minecraft-Spielen, weil du hier halt lauter Ruinen und besondere Sachen findest, die du erkundschaften kannst, wodurch das Spiel leichter wird. Nicht leichter, was rede ich da für einen Stuss? Ich wurde gerade abgelenkt. Wodurch das Spiel natürlich etwas interessanter wirkt. Ich frage mich, was das hier sein soll. Na egal, gehen wir da mal irgendwie rein durch die Spitzhacke. Chuck. Schauen wir mal, was da so abgeht. Okay. Aha. Schauen wir mal, was halt da oben ist. Könnte was Interessantes sein. So. Schauen wir halt einmal, was da oben so abgeht. Da muss doch irgendwas Interessantes geben, oder nicht? Für was ist denn das dann da? Oder ist das einfach nur eine Verarsche? Schauen wir gleich. Wir sind gleich oben. Ach, ups, ich habe vergessen. So. Wir brauchen keine doppelte Musik. So. Schauen wir mal, was hier ist. Außer nichts. Cool. Da scheint wirklich nichts zu sein. Ich bin hier gespannt. Ein bisschen gehe ich noch rauf und dann kacke ich drauf. Aber wenn da wirklich nichts ist, ist das uninteressant für euch und für mich. Außer da oben ist was, aber. Obwohl, das könnte sein, wieso das so ein Special ist. So, wir gehen jetzt mal rauf und holen uns diese. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das sind sogar Eisenblöcke. Wenn ich mich nicht irre. Was ist das? Ah, sage ich ja, Eisenblöcke. Geil. Und was ist das da oben? Ein Lapislazuli-Block. So. Haben wir die Ruine mal erkundschaftet, haben gesehen, dass da nichts Interessantes ist, außer nur blödes Cobblestone und Mosel Cobblestone. Aber egal, dafür haben wir jetzt ein Iron of Block. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt noch ein paar Holzdinger holen. Weil wir brauchen unbedingt eine Truhe, damit wir mal die ganzen Sachen verstauen können, die wir uns da erwirtschaften. Ach, und jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Zeit zu timen, weil ich ja eigentlich immer nur so 15 Minuten Parts machen möchte. Mehrere natürlich. Ich werde auf jeden Fall heute sicher mehrere Parts hochladen. Einfach aus dem Grund, damit da mal ein bisschen mehr gesehen wird von diesem Spiel. Ja, darum haben wir besondere neuartige Dinge.
wechseln wir denn hier? Eine unterirdische Ruine. Scheint so. Na egal. Aber egal so, dann gehen wir mal da hinten hin. Und schauen, was da ist. Beziehungsweise, what the hell? Oh, weg von mir. Du Hündchen, komm her. Ist das ein Bär? Ich glaube schon, oder? Black Bear, komm her. Keine Chance gegen mich. Frag mich, was das hier sein soll, außer nur ein Blödsinn. So, na gut. Aber ich werde mich jetzt mal da, genau. So, wir haben Nether, das Holz. Chuck, chuck, chuck. Muss da wieder eine Crafting Table. Boah. Wo ist jetzt schon wieder dunkel? Ist uncool. Uncool. So, da haben wir ein Cooked Chicken. Sehr schön. Wo, irgendwo hatten wir noch Fleisch, aber egal. Aber apropos, schauen wir mal, was da passiert. Wir könnten uns ein Enderman jetzt suchen, aber das ist egal. Wir schauen jetzt erstmal, ob wir irgendwo was finden, was interessant ist. Wir hier mal nicht. Aber hier. Oh, schön. Da können wir uns auf jeden Fall sehr viel machen. Oh, nice. Nice, nice, nice. Okay, warum machen wir hier gleich mal eine Truhe? Die werden da ja hoffentlich eh nicht rausfladern. Und wenn doch, dann kill ich sie einfach. Ich bin fies, gell? Na egal. So, Chuck, hier machen wir die. Dann haben wir mal hier die ganzen Sachen rein, wie zum Beispiel das hier. Das hier, das hier. Living Metal Ingot. Was ist das? Cotton Seeds. Dann haben wir da noch alles rein. Chuck, 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 chuck. Warte, Pfeile lassen wir mal. Das lassen wir auch, die Kohle. Da können wir uns nämlich jetzt Torches machen. Finde ich nicht schlecht. Dann sollten wir uns mal. Aha. Keine Ahnung, was man da machen kann. Apropos, ich muss mal das ausmachen. So, check. Das passt. Weil das war, ist ja bei jedem Spiel automatisch drin, wie es auch immer. So. Dann machen wir uns da eine Schere. Damit wir uns ein Bett machen können. Machen wir das da rein. Und jetzt will ich. Die Truhe. Chuck, 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 chuck. So, wie ist denn das? Ah, da. Oder? So, was steht da? Charge Boost Special. Was haben wir hier? Pack Petal. Nehmen wir mal das hier. Schauen wir mal, was das so kann. Das ist das Richtige. Das, das brauchen wir genau. Und ne, brauchen noch so ein, brauchen noch so ein Stick. Bin mir jetzt nicht sicher, wie man den macht. Aber warte mal, das dürfte sein. So, Chuck. Ingot Cast. Hä? Also da muss man das hingeben. So, Holz. Genau. Wood, Wood. Und jetzt könnten wir das, glaube ich, rein theoretisch machen. Probieren wir es mal. Oh, Rapier. Was kann das jetzt? Aha. Hat das, schaut ja cool aus. Wir haben sogar ein Schwert. So. Das schaut ja cool aus. So, na gut, aber wir müssen jetzt mal schlafen gehen hier. Das ist mir nämlich hier irgendwie etwas zu. Aber apropos, wir haben gar keine Rüstung. Könnten wir uns jetzt auch machen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
So. So. Dann haben wir eine komplette, So, chuck, 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 chuck. So. Jetzt haben wir fett Verteidigung. Das einzige, was wir nicht haben, das ist natürlich blöd. Armor. Okay, das geht nicht. Wo ist denn das? Schauen wir gleich mal. Biomasse. Da wollen schon alle rein. Dann werden wir mal den Dorfbewohnern ein bisschen den zeigen, wo hier der Hammer hängt. Wo ist denn das? Der wieder raus? Sicher nicht. So, stirb. Du machst hier keine Unruhen hier. So, machen wir hier gleich mal eine Beleuchtung. Und hier eine Beleuchtung. Dann braucht der dann noch eine Treppe. Sonst kennt er sich da nicht aus. Ja. Na schau. So, Chuck. Oder machen wir es? Wir machen das so. Mal gehen. Bam, 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 bam. Tuck, tuck. So. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas Interessantes? Geh weg. Wo ist denn da der Zombie schon wieder? Ich muss das Dorf natürlich beschützen. Wo ist denn der schon? Ah, da. Da klopft er an. Geh, Ruhe da. Ja, Ruhe. So. Den haben wir auch beschützt. Das ist unseres. Das schaut aber irgendwie kacke aus. Egal. So. Was haben wir hier? Okay, die sind alle noch in Sicherheit. Muss mir dann noch so einen Golem machen. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts, aber wir werden es mal ausbeleuchten. Aha. Interessant. So. Oh, da haben wir ja den. Chuck! Chuck, Alter, komm her. Keine Chance. So. Dann werden wir da wieder beleuchten. Chuck. Und. Chuck. Jetzt haben wir auch mal beleuchtet. Dann machen wir noch hier eine Beleuchtung rein. Chuck. Das Dorf soll erleuchten. Das sind viele. Bam. Den hau ich jetzt lieber ab. Wir haben etwas zu viele. Dann machen wir hier noch eine Beleuchtung. Und hier noch eine Beleuchtung. Was haben wir denn hier Schönes? Da müssen wir noch eine Treppe machen. So. So, Chuck. Ist irgendwas Interessantes? Ja. Nur der Aussichtsturm. So, na gut. Jetzt dürfte aber hoffentlich bald wieder Tag werden, denn ich möchte euch hier natürlich auch noch etwas zeigen. Außer diese Stadt hier. Aber jetzt zeige ich euch mal da ein paar Gegner. Kommt. Huah! Bad, 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 Alter. Oh, 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 oh. Weg hier. Gegen Creeper habe ich keine Lust mehr. Und Bart, 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 Alter. Greift euch gegenseitig an, genau. Chuck, Alter, kommt her. Komm her, komm her. Bart, 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 Bart. Ha, perfekt. Haben wir alle eliminiert. Was ist denn das eigentlich? Blue Slime Pan. Da kann man ein Schild machen. Schau mal, wie geht denn das Schild? Oder auch nicht? Hey. Turtle. Munkin. What the hell? Ne, ganz verstehe ich das hier noch nicht. Aber wir spielen ja blind.
Was geht hier ab? Dann machen wir mal lieber wieder zu. Ich brauche ein bisschen Erde. Diese arme Stadt. Sie ist so verkommen. Niemand hat sich gesorgt um die Dorfbewohner. Die sind auf unsere Hilfe angewiesen. Ohne uns werden sie von den Zombies verschlungen. Ohne uns gäbe es kein Leben hier. Doch wir helfen ihnen, dass sie wieder glücklich sein können und Kinder machen können, die uns dann später helfen werden gegen die Zombies. Und jetzt werden wir da mal alles zu machen mit so chuck. Aha. Schaut zwar nicht gerade wirklich schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Wo bleibst du, Sonne? Ich vermisse dich. So, irgendwo ist ein Schmied, da müssen wir jetzt mal kurz hin, damit wir uns das brennen können. Ah, da haben wir noch XP. So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier mal wieder eine Pause. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Hexit. Hexit. Ziemlich cooles Spiel. Holt es euch, es lohnt sich. Ich sage es euch. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Goitu. Tschüss.